Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Ratchet Gladiator. Okay, dann wollen wir Start-Taste drücken. Gut. Also jetzt nicht wundern wegen der Grafik, ne? Das ist jetzt genau von der PS2 jetzt aufgenommen. Hier, Breitbild ist an, das ist gut. Ja, ich nehme von der PlayStation 2 jetzt auf und wir machen jetzt einfach mal hier Einzelspieler und dann geht es eigentlich auch quasi schon los. Neues Spiel. So, mal gucken, was hier gerade für Saves drin sind. Billig-Saves eigentlich. Ja, nichts Nennenswertes. Da können wir das hier eigentlich sogar schon überspringen. Scheint meine falsche Memory-Card zu sein. So, Schwierigkeitsgrad. Stummhocker, Kandidat oder Gladiator. Oder Held. Naja, das letzte können wir nicht wählen. Das wäre Exterminator, aber das wäre sowieso too heavy. Ja, ohne Waffen ist es nämlich doof, den fünften Schwierigkeitsgrad zu wählen. So, wir nehmen aber mal Gladiator. Das sollte passen. Das ist eigentlich schon so ein bisschen schwierig, aber irgendwo geht's schon. Vor einer Woche irgendwo im Schatten. Hab dich. Ein dramatisches Finale in einer der spannendsten Dreadzone-Episoden, die ich je gesehen habe. Captain Starshield, der Spitzengladiator, wurde von Ace Heartlight eliminiert. Ace hatte in dieser Saison schon rekordverdächtige 13 Kandidaten ausgeschaltet. Vor 11 Stunden an Bord des Raumschiffes Phönix. Nachricht vom Bürgermeister von Metropolis. Vom neuen Bürgermeister von Metropolis. Oh, du meinst... Ach so. Einen Moment. Seid gegrüßt, Bürgermeister. Ich... Mann, lange nicht gesehen. Ich sehe, Metropolis steht noch. Hallo, Captain. Du scheinst dich ja gut um mein altes Schiff zu kümmern. Also... Sie hat einige Upgrades gebraucht, aber jetzt ist sie wieder auf Kurs. Natürlich. Wie dem auch sei. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Du weißt ja, dass Captain Starshield vor über einem Monat verschwunden ist. Ich habe gerade erfahren, dass er getötet wurde. Oh mein Gott. Nein. Oh, wie ist das passiert? Anscheinend hatte er etwas mit einer Art illegalem Kampfsport zu tun. Das Phänomen heißt Dreadzone. Wir glauben, dass dieser Mann dafür verantwortlich ist. Gleeman Vox. Er leitet ein illegales Medienimperium im Schattensektor. Im Schattensektor? Eine gesetzlose Region am Rande der Galaxie. Auch andere Helden sind in letzter Zeit verschwunden und wir befürchten, dass ihnen dasselbe zugestoßen ist. Ratchet, ich wollte dich nur warnen, bevor... Unbekanntes Schiff im Anflug. Bist du der Lombax namens Ratchet? Ihr seid wohl nicht hier, um das rechte Triebwerk zu reparieren, oder? Nein, ich glaube nicht. Jung, und hier wären wir beim Ladebildschirm. So wie aus den alten Teilen kennen wir das Gleiche. Einfach nur, dass irgendein Raumschiff hin und her fliegt die ganze Zeit, bis wir an dem Planeten da sind. Dreadzone Basis. Während dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, wird dein Spielfortschritt gespeichert. Entferne während dieser Zeit deine Memory Card PS2 nicht oder schalte die Konsole aus. Ich weiß nicht, warum da in Klammern eigentlich PS2 steht. Ist eigentlich unnötig, oder? Vor 6 Stunden im Dreadzone Hauptquartier. Ja. Wir haben Nummer 209 gefangen, Mr. Vox. Sehr schön. Bringt ihn rein. Ja, Sir. Wir haben noch 2 weitere Lumpen gefangen. Sollen wir sie terminieren? Gebt ihnen Halsbänder. Vielleicht könnt ihr sie ja zuerst etwas schuften lassen. Gegenwärtig an einem unbestimmten Ort. Hallo? Hallo da drin? Kannst du mich hören? Du warst lange bewusstlos. Wahrscheinlich bist du etwas verwirrt. Wie viele Finger siehst du? Oh, das ist wohl eine Rückkopplung im visuellen Matrix-Prozessor. Halt mal einen Moment still.
Geht's besser? Gut, dann können wir jetzt deine Sprachfunktion aktivieren. Lass mich hier raus, du verdammtes Blaghirn! Ich krieg keine Luft und mein Hintern fühlt sich an, als hättest du mir sonst was hineingeschoben. Wir haben Probleme mit der Sprachfunktion. Ich sehe mir das später nochmal an. Halt jetzt still. Mal sehen, was mit dem Teleportationsschaltkreisen ist. Du trägst die Standardausrüstung für neue Kandidaten. Kandidaten? Wir erklären es dir später. Wenn du die Qualifikation nicht in der vorgegebenen Zeit schaffst, werden wir alle sterben. Oh, das hört sich gut an. Okay, dann wollen wir mal. Die Zielmatrix des Anzugs kalibrieren. Sieh zum Holoziel zu deiner Linken. Ja, kein Problem. Sieh zum Holoziel zu deiner Rechten und feuere dann. Boah, das ist auch kein Problem. Gut, feuere jetzt auf das Holoziel über dir. Kein Problem. Okay, Ratchet, deine Bewegungsschaltkreise sollten jetzt richtig funktionieren. Versuche, diese Kante hochzukommen. Gerne doch. Also das ist kein Problem. Das kriege ich mit... Das kriege ich locker hin. Siehst du sie? Nein, ich sehe die Karte natürlich nicht. In deiner Nähe an. Ich sehe drei weitere Holoziele in deiner Umgebung. Ja, klar. Ich mache die alle fertig und dann gehen wir hier endlich mal wieder weg, ey. Ich brauche hier keine Tutorial-Runden. Tut mir leid. Die hat man in den anderen Teilen auch nicht gebraucht. Es müsste hier einen Teleporter geben, der dich zur nächsten Etappe der Qualifikation bringt. Gut, ich benutze den mal, ne? Und tschüss. Grüßt, Held. Willkommen zu Dreadzone. Ich versichere dir, dass es für dich keine Hoffnung mehr gibt. Niemand wird dich retten oder dich begnadigen und du wirst nicht entkommen. Du bist jetzt ein Kandidat in der größten Holovision-Show, die die Galaxie je gesehen hat. Ein berühmter Gladiator, der zur Unterhaltung 1 Milliarde begeisterter Zuschauer im Schattensektor und darüber hinaus kämpft. Vielleicht bist du morgen schon tot, aber... Nur wer das Spiel geschickt und strategisch angeht, bekommt die Chance, seine Freiheit zurückzugewinnen. Also, viel Glück, Held. Wir werden dich beobachten. Okay, alles klar. Ich weiß, wie du Informationen kriegen kannst, ohne dass Vox davon erfährt. Und wie? Achte auf die geheimen Nachrichten ganz unten auf deinem Bildschirm. Oben auf deinem Bildschirm siehst du den Erfahrungsbalken. Wenn du Feinde zerstörst, erhältst du Erfahrung. Wenn der Balken voll ist, steigst du ein Level auf und dein Nanotech wird verbessert. Das ist eine tolle Information. Jetzt könnte ich deine Stimme doch bestimmt etwas lauter machen, richtig? Spieleinstellungen. Musiklautstärke. Der Lautstärke. Geht anscheinend wohl nicht. Ja, das ist ja schade. Halte die R2-Taste oder die Dreieck-Taste gedrückt und benutze den Analogstick, um eine Waffe auszuwählen. Drücke zweimal die R2-Taste, um zwischen den kürzlich verwendeten Gegenständen zu wechseln. Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt die Waffe, die ich habe. Die Doppelwaffe. Damit mache ich die alle kaputt. Wie man oben links sehen kann, levelt die auch nach gewisser Zeit. Ich bitte um Beachtung des Schlosses, das sich um deinen Hals gelegt hat. Dieses Schloss kannst du weder öffnen noch entfernen. Betrittst du ein Sperrgebiet, verabreicht dir das Schloss einen extrem schmerzhaften Stromstoß. Sieh hin. Ich hasse diesen Job. Verhält sich ein Kandidat unkooperativ oder, schlimmer noch, langweilig, kann sein Schloss jederzeit auf Knopfdruck zur Explosion gebracht werden. Tja, da hast du's. Nur nicht den Kopf verlieren. Was? Glückwunsch, Ratchet. Du hast die Qualifikation bestanden. Auf deiner Karte müsstest du einen Teleporter in deiner Nähe finden. Wir treffen uns im Dreadzone-Sperrgebiet. Klar, aber eher sammle ich einfach mal kurz noch die Muni ein. Ich habe nämlich gerade meine ganze Muni verballert. Ich nehme die und dann komme ich, ja? Oder ich chill die einfach bis ans Ende meines Lebens, genau. So, hier, flupp und voila. Da hätten wir die 20 Doppelwiper-Munition und... Kann ich nicht einfach mich ducken und dann... Nein, kann ich nicht, verdammt. Ducken gibt's ja nicht mehr, oder? Oder? Ihr seht zumindest nicht, wie man sich hier ducken könnte. So, da sind wir vorhin rübergekommen und hier gehen wir jetzt wieder rein. Hä? Kommt ganze Zeit die Munition wieder, oder was? Das Ding können wir auch nehmen. So. Ach, die kommen schon die ganze Zeit wieder, egal.
das ist abgefahren. Ich wollte schon immer mal Profi-Gladiator sein. Diese Typen haben ein cooles Leben. Ruhm, Geld und jede Menge Mädels. Vergiss bitte nicht, dass wir von einer kriminellen Organisation gefangen gehalten werden. Das ist wirklich nicht der Zeitpunkt zum Träumen. Mach nee? Na, ich finde wohl. Ich schließe mich einfach mal Ratchet an. So. Hier können wir unsere Munition nachkaufen, brauchen wir aber nicht. Quartierheld. Deine Luxus-Suite hat alles, was du als Dreadzone-Kandidat brauchst. Fühl dich wie zu Hause. Schließlich wirst du den Rest deines Lebens hier verbringen. Das glaube ich aber nicht. Hey, oh. Hey, Ratchet. Ich muss dir was zeigen. Deine neuen Kampfbots. Seid mal ein. Das hier ist grün. Hi, Sir. Hab sie von einem früheren Kandidaten, der, keine Verwendung mehr dafür hat. Keine Sorge, Boss. Das wird besser als beim letzten Typ. Hoffentlich. Ich hab immer noch Albträume. Ah, Klappe halten, Grün. Wenn du erstmal ein paar Kämpfe gewonnen hast, können wir sie aufrüsten. Komm einfach vorbei, wenn du sie aufgemotzt haben willst. Aha, okay, ich werd's mir merken. Alles klar. Warst du schon mal im Einsatz? Ich meine, hast du Kämpfe erlebt? Ich? Ja, bevor ich hierher kam. Hey, coole Bude. Bude? Ich meine, was ist denn das hier alles? Ah, das hier ist die Einsatzzentrale. Jeder Kandidat hat einen Einsatztechniker, der seine Fortschritte überwacht. Ach, der Typ dachte wohl, er spart sich ein paar Bulls und lässt dich die Aufgabe erledigen. So, Frischfleisch, genug geplaudert. Du kommst als Nächster in die Killerkuppel, gleich nach dem Möbius-Mann. Und so wie der kämpft, hält er nicht mal lange durch. Los jetzt! Ratchet, ich werde dir helfen, so gut ich kann. Danke, Clank. Diese Typen wissen wohl nicht, mit wem sie zu tun haben. Oh ja, denn wir machen sowieso alles platt, egal welche Kuppel das ist, A, B, C oder D. Das kann auch die Milchbubi-Kuppel sein. Wir werden sowieso alles daran schlechten. Achtung, Achtung! Begeben Sie sich sofort zum Killer! Ja, ich bin schon da. Du brauchst mir das gar nicht extra zu sagen. So, das können wir mit Start skippen. Und jetzt wären wir eigentlich schon fast da. Und jetzt willkommen, Held oder Heldin. Danke, dass Sie sich bei Ihrer Reise für Prox Airways entschieden haben. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Lehnen Sie sich zurück und erfreuen Sie sich während des Fluges am Prox Unterhaltungsprogramm. Ah, okay, das schaue ich mir mal gerne an. Ich muss dir etwas sagen. Ich bin kein echter Tyrannoid. Wird Ihnen auch speiübel, wenn Sie schon wieder eine von diesen Dating-Shows sehen müssen? Ist Ihr Blagschlampen-3-Video schon völlig runtergenudelt? Dann sollten Sie sich endgültig für eine etwas gefährlichere Alternative entscheiden. Hier erwartet Sie echte Action. Wir bringen Sie zum Dampfen! Nochmal! Okay, jetzt ist es Zeit für Red Zone. Der unzensierte, ungenierte, in der Galaxie einmalige und völlig unvergleichliche Kampfsport. Live und exklusiv für Sie, direkt aus der Killerkuppel. Melden Sie sich jetzt an, um den Kampf zwischen Ratchet und Clank und Ace Hardlight und den Exterminators zu sehen. Dreimal haben sie die Galaxie gerettet, aber werden sie die Kuppel überstehen? Seien sie live dabei. Natürlich auf Prox. Oh, und das war's mit dem Möbius-Mann, meine Damen und Herren. Und das ist schon das vierte Opfer des Ausschlachters in dieser Saison. Und nun kommt, Ratchet? Noch nie gehört. Der taugt wohl nur als Pausenclown, Leute. Aber keine Sorge, Graudonner und Hydrogirl kommen später noch. Also, bleiben Sie dran. Da haben wir ihn. Ah, Mann, ist der klein. Gehen Sie nicht zum Getränkestand. Dieser Typ hält nicht lange durch. Das werden wir ja sehen. So, da wären wir mal. Unser erster richtige Fight. Dann werden wir jetzt mal sehen, was die Gegner hier so drauf haben. Redzone-Fans, es ist soweit. Begrüßen wir unseren ersten Kandidaten. Er ist ein Lombax, er war schon im Gefängnis, er hasst Lollis und Babys. Hier kommen Ratchet und das Darkstar-Team. Darkstar, was soll denn das bedeuten? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es in Ratchet Gladiator so, dass man die Stilpunkte alle einsehen kann. Und es gibt, glaube ich, 15 Stück pro Planet. Nicht richtig kalibriert.
Drücke die Richtungstaste unten, um die Autoreparatursequenz einzuleiten. Tja, gerne doch. Das kannst du jederzeit machen, wenn ein Bot zu beschädigt ist, um weiterzumachen. Ich werde mich jetzt in diesem Let's Play nicht so wirklich auf die Zielpunkte jetzt hier überhaupt befassen, weil das eigentlich relativ unnötig ist, muss man sagen. Es gibt am Ende natürlich hier auch Sheets, sag ich mal, die man aktivieren kann. Das sind dann halt eigentlich nur so Style-Sheets, wie zum Beispiel, dass das Menü nicht rot ist, sondern blau oder sonst was. Oder dass die Welt halt gespiegelt aussieht. Und ja, wer halt die ganzen Zielpunkte machen möchte, der kann einfach hier reingucken. Hier steht das genau erklärt, was man machen muss. Also in Gladiators ist es wirklich einfach, die ganzen Zielpunkte zu machen. Aber da wir sowieso noch nicht alle Waffen haben und sonst was, können wir das sowieso nicht machen. Hundertprozentig, also lassen wir es ganz. Ja, ich kann meinen Schlüssel benutzen, wenn die Muni mir ausgeht. Das weiß ich. Aber um ehrlich zu sein, Leute, wenn man den Schlüssel benutzt, beziehungsweise wenn man keine Munition mehr hat, dann ist man schon quasi geliefert. Da bringt einem das auch nichts mehr, mit dem Schlüssel rumzurennen. Ist wirklich so. So, geht das Ding jetzt hier auf oder kommen hier noch Gegner von hinten? Achso, da kommen noch welche. Hallo, Leute. Guck, man kann das zwar machen, aber die werden einen sowieso ownen. Also versucht gar nicht, mit dem Schlüssel erst voranzugehen. Das bringt gar nichts. Bei denen klein vielleicht, aber bei richtigen Gegnern, ne. Oh, da sind meine Bots sogar ziemlich hilfreich. Die machen die Arbeit schon gegen die Kleinen. Oh, 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 ich habe 4 HP. 4 HP, 4 HP. Bald war's das mit mir. So, mal gucken, wie das jetzt hier wird. Bestimmt etwas schwieriger. So, Moment, schnell hier die Muni einsammeln. Muni, 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 Muni. Muss man Geräte oder Kraftfelder mit Bolt-Kurbeln aktivieren oder deaktivieren? Nein! Nein! Die Bolt-Kurbeln können feindliche Angriffe auslösen. Ja, wirklich? Tun sie das? Tun sie das? Wirklich? Wow, wow! Ich brauch Muni, 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 Muni. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wow, wow, wow. Heißes Feld, heißes Feld, heißes Feld, heißes Feld. Heiß und fettig, heiß und fettig. Ich bin fast tot. Ihr sagt doch, so einfach ist das nicht. Da muss man schon echt ziemlich aufpassen hier am Anfang. Da reicht die HP nicht wirklich aus, muss man wirklich sagen. Die ist wirklich etwas knapp gehalten. Wahrscheinlich gehe ich jetzt hier sogar sterben. Weil, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich, glaube ich, tot. Scanner zeigen einen äußerst tödlichen 70mm Pirscher Gefechtsturm vor dir an. Geh sofort in Deckung. Die Schilde dieses Turms sind undurchdringbar. Du kannst sie nur mit einem EMI-Angriff ausschalten. Befehl mach die kaputt. Oh, gut. EMI-Angriffs, indem du die linke Richtungstaste drückst. Mach sie kaputt, mach sie kaputt, mach sie kaputt, mach sie kaputt, mach sie kaputt. Ah! Mach sie kaputt, mach sie kaputt, mach sie kaputt, mach sie kaputt. Oh, gut. Jetzt, jetzt. Jetzt! Saubere Arbeit, Ratchet. Du hast die Qualifikation überlebt und kannst wieder zurück ins Sperrgebiet. In deiner Nähe müsste ein Teleporter sein. Ich hol dich auf der anderen Seite ab. Ja, mach das, mach das, mach das. Brauchst damit gar nicht zu warten. Mann, das war ja schon anstrengend. Katakomb 4. Mach es kurz, Vox. Natürlich würde es mir nie einfallen, den Exterminator Superstar seiner kostbaren Zeit zu berauben. Ich habe nur eine Frage. Klar, schieß los. Möchtest du ein Ace Hardline-Videospiel kaufen? Oder eine Ace Hardline-Brotdose? Spielfiguren? Filmrechte? Sammelkarten? Ace Hardline ist der perfekt produzierte Superstar aus dem Medienimperium von Gleeman Vox. Und warum werde ich das verdammte Zeug dann nicht los? Na, Antworte nicht. Lass mich raten. Weil meine Fans Ace Hardline nicht ausstehen können. Er ist ein eingebildetes mit dem Charme eines blandianischen Schnakenkäses. Also, was meinst du denn konkret? Sei still, Wunderknabe. Die kleinen Jungs und Mädels der Welt geben täglich Billionen von Bowls für wertlosen Mist aus. Und ich kriege davon nichts ab. Sorg dafür, dass sich das Zeug verkauft. Oder ich suche mir jemand anders. Und jetzt verschwinde. Das ist ein klares Gespräch. So redet auch mein Chef mit mir. Ich mag das so am liebsten, weißt du? Nein. Bisher habe ich ja momentan keinen Chef, der mich so anschlauzen kann. Und wenn, dann wünsche ich mir auch einen etwas netteren. Gut, wir machen ab diesem Punkt mal eben einen kleinen Schnitt, Leute. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.